Herzlich willkommen zu einer Fahrt von Freinohl über Öventrop nach Arzberg auf der oberen Ruhrtalbahn. Dieses Video ist ein erster Versuchsballon, mit dem ich die eine oder andere Modulversion der oberen Ruhrtalbahn vorstellen möchte, um über den Baufortschritt zu informieren und vielleicht auch ein bisschen Appetit zu machen und sogar zu motivieren, an dem Bau der oberen Ruhrtalbahn sich mit zu beteiligen. Wir verlassen jetzt den Bahnhof Freinohl, das derzeitige Modulende der oberen Ruhrtalstrecke, und queren nun einen Bergsporn im Freinohler Tunnel. Das ist der drittletzte Tunnel auf dem Weg nach Hagen. Zugleich werde ich jetzt also auch ein wenig ausprobieren, was mit Videograbbern sich erreichen lässt, und bin natürlich für Rückmeldungen dankbar. Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere zu verbessern. Um nicht allzu sehr abzulenken oder womöglich Lacher zu produzieren, lasse ich den Autopiloten werken. Von daher bitte nicht allzu hohe Anforderungen stellen oder Ansprüche stellen an die Tonqualität. Die entspricht sicherlich nicht dem normalen Fahrverhalten. Ja, wir sehen nun rechter Hand ein Stückchen die Ruhr, die uns begleitet, bevor sie wieder um einen weiteren Berg sich herumschlängelt. Die Ruhrtalbahn kürzt in dem Bereich auch abermals den Flussverlauf ab und wird sich durch den Glösinger Tunnel in Richtung Öventrop bewegen. Vor dem Tunnel steht bereits das Einfahrvorsignal von Öventrop. Das ist gerade auf Fahrt erwarten umgeklappt, sodass wir nicht zu bremsen brauchen. Im Tunnel begegnet uns im morgendlichen Berufsverkehr ein Gegenzug. Direkt hinter dem Ausgang des Glösinger Tunnels lag früher die Anschlussstelle Wilshausen. Dort gab es ein Chemiewerk mit einem sehr umfangreichen Gleisplan, sogar einen eigenen Werkslok. Und dieses Werk sorgte für umfangreichen Güterverkehr, wurde zweimal am Tag bedient. Die Übergaben mit 216 bzw. der V100 erreichten recht ansehnliche Längen. Bedienung erfolgte als Sperrfahrt von Freinohl nach Öventrop. Rechte Hand der Segelflugplatz Öventrop, und wir haben mittlerweile das Einfahrsignal erreicht. Auch hier wird die Strecke ein Stück von der Ruhr begleitet. Das markante Stellwerk OEO, also das Oststellwerk, existiert auch heute noch in privater Hand. In Öventrop war früher sehr intensiv die Möbelfabrikation vertreten. Es gab zwei große Werke, eins in Betzrechten, das andere befand sich linke Hand hinter dem Empfangsgebäude. Das ist auch schon seit einigen Jahren nicht mehr existent, genauso wie eine Fahrradfabrik, die dort sich mal befunden hat. Auch der Bahnhof Öventrop, der hier noch komplett dargestellt ist, wurde mittlerweile zu einem Haltepunkt zurückgebaut. Signalanlagen existieren nicht mehr. Ebenso wie in Freinohl ist in Öventrop ein nicht gleisfreier Bahnsteigzugang vorhanden. Betrieblich war das immer etwas spannender, weil man dort natürlich keine direkten Zugbegegnungen durchführen konnte, wenn Reisezüge unterwegs waren. Heutzutage sind dort jeweils Außenbahnsteige vorhanden. Das erleichtert das Geschäft und macht die Betriebsabwicklung etwas flüssiger. So.
So, der Fahrgastwechsel ist abgeschlossen. Es geht weiter. Zwischen Freinohl und Öventrop liegen etwa 10 Kilometer Strecke. Zwischen Freinohl und Arnsberg, besser gesagt. Öventrop, das Modul, hat etwa die Hälfte davon an Streckenentwicklung. Und Arnsberg auch eine vergleichbare Größe. Diese Größe hat sich ja bewährt für Zusi. Wir fahren nun aus Öventrop aus in eine große Kurve. Sobald wir diese verlassen haben, dürfen wir dann auch schon mal wieder auf Tempo 100 beschleunigen. In Richtung Westen wird das Geschwindigkeitsprofil langsam aber sicher dann etwas angehoben. Aus dem engen Ruhrtal mit seinen doch eher gemächlichen Geschwindigkeiten kommen wir dann langsam raus. Linker Hand gab es früher offene Kläranlagen in Öventrop. Auch das ist mittlerweile Vergangenheit. Also der Ort ist inzwischen auch an die Wasseraufbereitung oder Abwasseraufbereitung angeschlossen. So, nun haben wir den Ort umrundet. Wir sehen vor uns die sogenannte Kaiser-Wilhelm-Brücke. Über die lief früher eine Verbindungsstraße nach Rumbeck, mittlerweile nur noch ein Radweg. Dahinter liegt der Ersatzbau, der jetzt die Straße führt, aber dieses unter Denkmal stehende Bauwerk ist natürlich schon ein Blickfang und hat eine Würdigung in Zusi verdient. Rechts unter der neuen Brücke sehen wir eine schroffe Felsbetonwand, der sogenannte Millionenberg. Dort hat man beim Ausbau der Bundesstraße 7 einen Berg ein wenig angeschnitten, der kam dann ins Rutschen und hat sehr lange den Straßenbau beschäftigt. Das wurde zum Schluss von österreichischen Spezialisten abgefangen. Dort sind wirklich Millionen verbuddelt worden und entsprechend gab es dafür dann den Namen. So, jetzt queren wir abermals die Ruhr. In diesem Bereich kreuzt mittlerweile die Autobahn A46 die Trasse. In der Vorbildepoche der Strecke, die in den 80er Jahren spielt, war dieser Bau allerdings noch nicht dort vorhanden. Der ist erst vor einigen Jahren fertiggestellt worden. Der Bau der A46 selber ist in den 60er Jahren projektiert worden, hat sich über viele, viele Jahrzehnte hingezogen. Mittlerweile ist man im Raum Bestwig zugange. Östlich von Bestwig wird dort auch die höchste Autobahnbrücke Nordrhein-Westfalens entstehen. Ja, wir durchqueren jetzt Rumbeck. Rumbeck liegt linker Hand. Üntrop heißt der Ort hier. Ein Vorort von Arnsberg, aber ohne eigenen Bahnhaltepunkt. Bis Arnsberg selber sind es noch gute 2 Kilometer, wo der Fahrdienstleiter von Arnsberg uns gerade einen kleinen Streich spielt und auf HP2 mit Langsamfahrt in den Bahnhof einrollen lässt. Arnsberg selber ist Regierungssitz. Die Bezirksregierung Arnsberg hat dort ihr Zuhause. Vielleicht nicht jedem geläufig, dass selbst Dortmund zum Regierungsbezirk Arnsberg gehört. Unter einer 25.000 Einwohnerstadt würde man nicht unbedingt eine solche kommunale Bedeutung erwarten. Aber das hat Tradition. Auch die damalige Deutsche Bundesbahn hatte Hauptdienststellen in Arnsberg, so zum Beispiel eine Bahnmeisterei, aber auch ein Betriebsamt. Auch im Ausbesserungswesen war Arnsberg lange Zeit eine erste Adresse. Die Hallen im Hintergrund sind teilweise noch zurückzuführen auf das frühere Ausbesserungswerk Arnsberg, das bis in die 30er Jahre existiert hat und erst durch den Bau des Ausbesserungswerks Schwerte aufgehoben wurde. Das Bahnbetriebswerk Arnsberg existierte noch bis in die 50er Jahre. Hier sind die Gleisanlagen noch in voller Schönheit zu sehen. Mittlerweile hat man auch in Arnsberg die beiden durchgehenden Hauptgleise noch zur Verfügung und ein Überholgleis, also man ist auf das betrieblich Notwendige dort zurückgefahren. Wir fahren jetzt nach Gleis 4 ein, sehen linker Hand noch die Schlossruine Arnsberg mit der sehenswerten Altstadt. Ja, und haben für das erste Video
den Endpunkt dann schon fast erreicht. Ich hoffe, dieser Eindruck der Strecke hat gefallen. Dieses Modul ist jetzt mehr oder weniger fertiggestellt. Ich werde aber in späteren Folgen sicherlich auch Module im Bau im Raum Schwerte oder Hagen mal kurz anreißen, um einen Eindruck zu geben, wie weit die Rothalbahn mittlerweile gediehen ist. Danke fürs Zusehen, bis demnächst.